Alter, was geht ab, Leute? Hunger mit einer neuen Folge Pokémon Go. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Ein böse, hässliches Bild. Aber man könnte es einfach mitnehmen. Würdet ihr dieses Bild mitnehmen? Ich zeige es euch nochmal. Also ich nehme es mal nicht mit. Ich gehe lieber ein paar Shinies jagen. Also ich gehe jetzt erstmal in ein paar Arenen mich setzen und dann ein paar Shinies jagen. Schreibt unten in den Kommentare, wie es bei euch so läuft. Habt ihr schon ein neues Shiny, den Wasser-Event-Shiny? Ja. Wir haben einen Barschwall gefangen. Ne, nicht Barschwall. Wieso verwechsel ich die zwei immer? Schmerbe. Wegen dem Sch wahrscheinlich. Schmerbe habe ich gefangen. Checkt das Video von gestern ab. So. Wir haben uns mal mit ein paar Kollegen hier getroffen. Glückstausch. Das ist die Bustruppe hier, Bus 62. Die zwei Kollegen haben sich übrigens jetzt im Bus kennengelernt. Letztens. Habe ich gerade erfahren. Und wie läuft die Shiny-Jagd, Leute? Nein, kann ich gar nicht heute. Also das ist der Profi hier. Also, wir gönnen uns jetzt erstmal einen Shiny Latios. Ist aber ein bisschen ein Pokémon. Also gestern im Bus hatte ich auch Glück. Da habe ich mir einen Shiny Schmerbe gegönnt. Berlin, oi, der Berlin. Kann ich den hergeben? Nee, nicht Berlin, Alter. Ach, eigentlich ist es egal. Nimm den aus Berlin. Dann kriegst du extra Bonbons. Ich hab 98er Shiny. Was ich doch? Latios. Ja. Nicht schlecht. Und? Aber immerhin. IV-Check, aber. 96. Schauen wir mal, was jetzt auf der Tour geht hier. Shiny, glaube ich. Ne, verpasst. So, wir haben fertig für heute. Leider nichts gefangen. 3-4 Runden mit den Jungs gedreht, aber wie gesagt, leider nichts. Kein Carnivania, kein Krabi, kein Weimar, kein Quapsel. Jetzt erstmal ab nach Hause, streamen und dann vielleicht im Stream. Heute bin ich draußen. Kann ich hier einsteigen? Ich glaube nicht. Naja, wir sehen uns irgendwann. So Leute, ich bin wieder da. Es ist wie immer der nächste Morgen. Ich habe gestern, glaube ich, nicht so viel gefilmt, weil ich habe es noch nicht gesehen, ich muss es erst bearbeiten. Aber ich kann mich nicht erinnern, viel Material gesammelt zu haben. Denn wir waren eigentlich nur im Bus unterwegs. Das ist die übliche Fahrroute mit dem Bus 62. Versucht eine Menge Sachen anzuklicken, aber leider erfolglos. Grüße gehen raus an die Truppe, eine lustige Truppe. Vielleicht kommen demnächst ein paar verstörende Videos mit denen. Wer weiß. Auf jeden Fall gibt es ein neues Update. Es gibt ein paar neue, interessante Sachen. Erstmal natürlich... Darüber haben schon viele Leute ein Video gemacht. Neue Klamotten, die Kimonos, Wano Kuni. Gönne ich mir natürlich auch direkt, aber nur den gelben, weil ich habe kein Interesse an Rot und Blau. So, 200 Münzen, das sind 4 Tage. 4 Tage Münzen sammeln in Pokémon Go. Wano Kuni, übrigens One Piece, letztes Chapter, letztes Panel, das letzte Bild. Mehr kann ich nicht sagen, sonst ist Spoiler. Und die andere Neuigkeit, das andere Neue, was das Update gebracht hat. Ihr könnt hier sehen, warte mal, habe ich einen Trank über? Mist, ich habe keinen Trank über. Sonst könntet ihr meine ganzen verletzten Pokémon sehen. Aber sagen wir mal zum Beispiel 98. Und jetzt seht ihr hier oben alle meine 98er. 85 98er habe ich. Ich blende mal kurz durch für euch. Ja. Ich habe 6 98er Rayquaza. Es fehlt der 100er, um die Truppe anzuführen. Ja, das ist neu. Jetzt kann man das Ganze echt filtern. Rein theoretisch könnte man jetzt auch sehen, wie viele Schillernde ich habe.
303. Sagt aber nicht viel aus, denn eine Menge davon sind C-Day Shinies, die ich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal habe, kennt ihr ja. Ich habe Bummels, glaube ich, 17 Stück oder sowas. Und ich habe natürlich auch schon ein paar weggeschmissen von den alten C-Days. Da habe ich runter reduziert von 10 auf 4 oder 5 Stück natürlich. Deswegen sagt die Zahl nicht viel aus, aber jetzt könnte ich auch nach meinen 100 dann suchen. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video, das ist ein großes Geheimnis. Aber auch da, ich habe natürlich viele doppelt und auch da auch schon mehrere weggeschmissen oder vertauscht. So alte Sachen, so alte 100er Carpador oder alte 100er Evoli. Damals für möglichen Glückstausch dann verschickt, aber vertauscht, aber meistens nichts draus geworden. Auf jeden Fall ein nettes, cooles Feature. Was ich mir wünschen würde, dasselbe für Arenen. Hier und dann hier irgendwo Gold oder sowas eingeben oder was weiß ich. Weil so, also bei mir geht's noch, weil ich habe nur 100 irgendwas, aber irgendwann wird es halt schon langweilen. Ich bin jetzt übrigens bei 119, 120 irgendwie angekommen. Ich habe ja vor kurzem erst das Video gemacht, wo ich die 100 Gold-Arena erreicht habe. Aber wie gesagt, ich arbeite da an vielen gleichzeitig. Also ich mache nicht eins Gold, dann das nächste, sondern ich mache ganz München oder das ganze Gebiet zumindest, was ich immer vorhabe, immer stetig auf Gold. Deswegen, weil ich viele Sachen immer in Bearbeitung und da kann jederzeit irgendwas auf Gold kommen. Deswegen kann das jetzt eigentlich ganz schnell von 120 auf 200 springen oder so. Kann aber natürlich auch ein Jahr dauern, bis die nächste Goldarena kommt, theoretisch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich weiter hier die ganzen Gebiete eher abarbeite, anstatt hier oben. Ah naja, mehr zu Goldarena demnächst, irgendwann mal wieder. Was ich jetzt noch erwähnen wollte, einen kleinen Gruß, ein Shoutout an meiner Meinung nach einen der glücklichsten Spieler auf der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sowas haben, aber dieser Kollege hat 3 Shiny 100er Legendäre gefangen. Gebt euch das. Erstmal 3 Legendäre 100 überhaupt zu fangen, ist schon krass zu bekommen. Und dass die dann auch noch Shiny sind. Irgendjemand in den Kommentaren kennt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Pokémon Shiny wird, dass das 100er Shiny wird. Und er hat es 3-mal bekommen. Und wenn ich mich nicht irre, hat er auch ein Shiny 100er Togepi gebrütet. Also er hat 4 100er Shiny. Was er krank ist, ich habe 1. Das ist mein Kyogre, er tauscht, lucky. Da ist die Chance 1 zu 64. Das ist ein Ercheateter, sozusagen, mit höherer Wahrscheinlichkeit. Aber er hat volle Wahrscheinlichkeit 100er Shinies bekommen. 4 Stück, 3 Legendäre. Dieser Kollege ist Murat. Grüße gehen raus an Murat. Ich rede auch mit ihm, ich mache viele Sachen mit ihm. Und er hat 300er legendäre Shiny. Lugia, Latias und Rayquaza. Gestern Shiny 100er Rayquaza bekommen. Erstmal Glückwunsch, Murat. Echt abnormal heftig, Mann. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Heute Abend, 18 Uhr, Westby, Rage-Stunde. Gönnt euch ein paar, wenn ihr wollt. Ansonsten spart eure Pässe für die Raubkatzen, Dioxys oder Shiny Mewtwo. Ich mache meine 2 freien Raid-Pässe. Mal schauen, was da so geht. Video dazu kommt morgen. Ansonsten will man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mal auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.